Hey Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss. Die Sims schlafen alle noch eine ganze Weile, aber Sophia ist gerade hier in ihrer Geisterform und Hugo begrüßt sie und hat auch einen Wunsch, sich mit ihr zu beschäftigen. Und deswegen dachte ich, ich möchte euch das irgendwie zeigen, weil guck mal, wie süß das ist. Und ja, Sophia hat hier wieder im Sandkasten gespielt. Das ist so ein Ding, was Geister scheinbar sehr gerne machen. Zumindest Leon und Sophia machen das sehr gerne, spielen hier gerne im Sandkasten. Na, und ich finde das ganz schön, dass Hugo hier sich mit Sophia noch ein bisschen beschäftigen möchte. Die Kinder sind alle auch noch am Schlafen. Ich glaube, die sollten sogar so ziemlich als erstes aufwachen. Einige haben ja auch ganz schön Hunger. Und ich habe auch wieder ein paar Lebenszeitbelohnungen gegeben, wie zum Beispiel hier Buchladenrabatt zum Kochen geboren. Ich dachte mir, David könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen kochen lernen. Ich weiß auch gar nicht. Ja gut, Amelie kann immerhin kochen Level 5. Aber wir hatten ja bis vor kurzem immer Sophia, die alles gekocht hat, weil sie einfach richtig gut darin war. Und wäre natürlich ganz gut, wenn wir da jemanden neuen im Haushalt haben, der auch ein paar gute Sachen kochen kann. Und für Amelie hatte ich für heute geplant, dass sie vielleicht mal einen Tag nicht die ganze Zeit hier auf dem Grundstück ist, sondern mal ein bisschen ausgeht. Sie hat ja sie hat ja viel gearbeitet und sich viel auch mit den Kindern beschäftigt, oder vor allem auch viel mit Valerie. Und da gucken wir mal, ob wir da Amelie heute mal ein bisschen Auszeit von geben können. Ich finde das so süß, wie die beiden das spielen. Oh. Ja. So im Schnee. Genau, du kannst dann hier auch mal pieseln. Okay, Nacho ist wach. Der kümmert sich hier drum. Wie geht's denn euch allen hier so? Du kannst vielleicht auch mal ein bisschen Heu fressen. Du bist da schon am Pferdeball. Okay. Das passt doch. Dann kannst du nämlich auch gleich mal in den Pferdeball hier gehen. Damit spielen. Und die Kinder sollten eigentlich auch wirklich bald aufwachen. So, ich würde sagen, ja, komm, geh du erstmal frühstücken. Ist ja wirklich sehr hungrig. Und wir haben immer noch ein bisschen Landbrot. Wird ein bisschen schwierig mit dem Essen langsam. Vielleicht kann David dann gleich mal ein bisschen Frühstück servieren. Pfannkuchen klingen doch gut. So, wie sieht's bei euch hier denn so aus? Okay. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen was jagen? Oh, du frisst am falschen Napf, Nacho. Aber der ist ja auch leer. Okay, ja. Da müssen wir wohl wieder ein bisschen was füllen. Das können wir auch bald machen. So, du kannst aufwachen. Du kannst dann auch bald losgehen. Und die gehen dann alle danach frühstücken, weil ich meine, sie sind halt auch alle hungrig. Und da wollen wir die ja nicht zu lange hungern lassen, quasi. Na, Nacho, alles gut? Irgendwie wirkt er nicht so, als ob es ihm gut geht, aber ja. Naja, er hat da halt so einen Zerstörungsdrang gerade, ne? Kann schon mal passieren, dass man da dann erstmal nicht so gut drauf ist, wenn die Gedanken nur darum kreisen. So, Amelie wacht auch auf. Dann können wir hier mal ins Badezimmer gehen. Okay. Ins Badezimmer gehen. Hier, duschen, säubern. Können wir diesen Anruf ignorieren. Und dann kannst du hier mal die Näpfe füllen. So, den füllen, den da hinten. Okay, und du machst hier schön Frühstück. Wie geht's Mia? Mia ist auch schon wach, okay. Wie geht's eigentlich der Kleinen? Ah, okay, die wird auch bald wach. Sehr schön. Dann kannst du hier mal duschen gehen und danach können wir vielleicht mal Valerie aufwecken. Ich glaube, das sollte dann passen. Können wir vielleicht mal mit ihr plaudern? Sie hat ja gestern sprechen gelernt, also gestern in der letzten Folge. Es war auch für mich nicht gestern. Aber ich sag einfach mal, es war gestern. Dann kannst du vielleicht hier mal duschen. Obwohl, du magst ja eigentlich Hände waschen. Dann geh mal lieber nach oben. Hier in das Badezimmer. Huch. Das ist ein eigenartiger Winkel. So. Genau. Dann möchtest du noch angeln lernen und du möchtest dich ein bisschen mit Nacho beschäftigen. Das können wir heute beides machen. Oh, du möchtest mit Sophia apportieren spielen. Ach, das ist ja süß.
Genau, können wir dann vielleicht zu Nacho gehen, ihn mal pflegen, ihm ein Leckerchen geben und ihm die Hand beschnüffeln lassen. So, und du machst hier schön Essen. Dann kann Samuel danach mal hier ins Badezimmer gehen. Wer von euch beiden kann denn eigentlich so ein bisschen Handwerk? Du kannst das so ein bisschen, du aber auch. Okay. Dann können wir das ja beide machen lassen. Mal sehen, wer jetzt erstes Zeit, wer hat. Eigentlich ja Amelie, ne? So, es ist immer ein bisschen eine schlechte Idee, so früh am Tag ein Video aufzunehmen. Dann ist meine Stimme noch nicht ganz da. Aber naja. So, genau, du kannst das reparieren, danach kannst du die Pfütze aufwischen. Ich bin so glücklich darüber, dass man in Sims 3 nicht die ganze Zeit immer diese Überreste vom Reparieren auf dem Boden rumliegen hat. Dass man einfach reparieren kann und danach ist erledigt. Man muss nichts wegräumen und keine Ahnung was, dass man noch keine Teile braucht. Ich meine, es ist an sich ja ein ganz süßes Konzept, aber ich finde es ultra anstrengend. Ich finde das so nervig. Oh, stimmt, du wolltest ja jetzt hier ins Badezimmer gehen. Das kannst du natürlich nicht mehr machen. Dann würde ich sagen, gehst du nach hier oben ins Badezimmer. Sorry, Samuel, daran habe ich nicht gedacht, dass du ja jetzt da drin bist. So, okay. Wollen wir die Kleine vielleicht mal baden? Ich meine, ja, sie kann auch 2 Stunden anhalten. Sie hat ja jetzt gelernt, aufs Töpfchen zu gehen und scheinbar auch gleichzeitig gelernt, anzuhalten. Und dann passt das ja eigentlich ganz gut. Dann können wir sie da absetzen. Und dann dachte ich, könnte Mia heute auf jeden Fall mal wieder ein Date haben mit Francine. Das fände ich schön. Vielleicht können wir da mal ihr letztes Merkmal rausfinden. Gut, dann haben wir das hier mal repariert. Dann kannst du hier vielleicht nochmal den Napf füllen. So, wie geht's denn den Pferdis? Du kannst vielleicht mal in den Stall gehen, pieseln und dann hier was trinken. Du bist hier gerade am Grasen, okay. Magst du dann vielleicht auch mal hier in den Stall gehen? Pieseln und dann du kannst vielleicht erstmal mit dem Pferd aber ein bisschen spielen und danach auch hier ein bisschen Heu fressen. Und du solltest dann auch da mit dem Pferdeball spielen. Dann passt das eigentlich. Ah ja, genau. Die beiden sollen sich ja beschäftigen. 4 Grad sind aktuell. Ja. Mag sich vielleicht doch mal umziehen. Deine Outdoor-Kleidung. So, können wir ihn doch nochmal bürsten? Ansonsten laufen die beiden woanders hin. Aber eigentlich sollte es hier passen, oder? Genau. Sehr schön. Was macht David gerade? David ist glücklich über irgendwas. Können wir hier vielleicht mal die Reste wegstellen? Auf Toilette gehen und Dusche. Oh, Dusche reparieren. Aber bei der sieht man es nicht so sehr wie beim Waschbecken, ne? Dass die Dusche kaputt ist. Aber das kannst du dann ja auch mal machen. Und dann, wir könnten uns natürlich auch mit Aragorn ein bisschen beschäftigen. Ich finde das so süß, dass er Luena als beste Freundin gewinnen möchte. Könnte sein, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir das hinkriegen. So, ah ja, du möchtest dich auch in Sophia rausschmiegen. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen zu Romina gehen hier. So. Können wir sie vielleicht mal ein bisschen pflegen? Hals kraulen und umarmen wünscht sich Romina ja. Genau. Ich weiß auch immer gar nicht, wie sauber sind die Pferdis denn aktuell. Bei dir geht's. Und da habe ich es nicht gesehen. Ah ja, das ist ähnlich wie das Bewegungsdingens. Und hier. Oh ja, auch ziemlich gut. Okay. Sind eigentlich gerade alle ziemlich sauber. Das ist doch schön. Genau, du gehst zum Pferdeball, du gehst was trinken. Ich kannst du dann nachher ja auch nochmal ein bisschen grasen. Geschicklichkeit Level 5. Sehr gut. So, mit den Kindern müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen was machen. Du kannst dann hier sauber machen, die Pfütze aufwischen und dann duschen. Dann sollte das bei dir erstmal erledigt sein. Die Kleine kann jetzt endlich mal aufs Töpfchen gehen. und dich würde ich eigentlich mal fragen. Hast du. Ah ja, genau, du musst immer noch zum Gemeindezentrum. Ja, okay, bevor ich das vergesse. Gehen wir dann natürlich immer noch hin und Untersuchungen unterstützen. Ich hoffe, dieses Mal klappt es auch. Das letzte Mal ist sie ja irgendwie resettet worden, war scheinbar irgendwas verbuggt. Irgendwas mit dem Schlafsack, das ist mir ja egal eigentlich. Genau, und du solltest noch ein bisschen Silber sammeln. Mal gucken, ob wir hier noch.
Da haben wir noch was. Okay, wir haben noch eine ganze Menge Silber verteilt, oder? Oder ist das noch was anderes? Nee, Eisen, Silber. Hier liegt auf jeden Fall ein bisschen Silber rum. Dann gehen wir da doch mal hin, sammeln das. Und dann können wir das vielleicht auch danach abgeben. Und Elias möchte heute zum Spiel gehen. Das würde ich gerne machen. Aber, okay. Nacho möchte nicht mehr. Aber wie wäre es denn, wenn wir vielleicht vorher noch so ein bisschen angeln gehen? Doch, angeln gehen wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Vielleicht hier an den Strand. Hier vor Anker liegt ja auch unser Hausboot. Da. Und ich möchte hier eigentlich auch noch einen Hafen hinsetzen und einen Hafen hinbauen, der uns dann vielleicht auch noch gehört. Vielleicht auch so ein bisschen strandmäßig, dass man hier halt auch hingehen kann, so als Gemeinschaftsgrundstück. So werden wir mit der Zeit einfach die ganze Stadt einnehmen. Irgendwann gehört uns alles. Ja, so ungefähr. Das passt. Und danach kannst du nämlich auch mal zu Aurora gehen und dich hier mit ihr beschäftigen. Das wünschst du dir ja sogar. Dann passt das ja. Okay. Und du kannst danach mal vielleicht die Kleine holen. Ich weiß, Amelie sollte eigentlich ein bisschen ausgehen, aber es ist ja noch vormittags. Können wir dann vielleicht. Wir sollten mal hier das Futter von dem Vögelchen nachfüllen. Danach kannst du bestimmt das hier auch mal leeren und dann können wir mit der Kleinen runtergehen. Können wir die Kleine hier in den Hochstuhl setzen. Das wäre so ein bisschen die Idee. Du machst das. Okay. Dann fahren wir vielleicht mal mit Samuel mit hier, der mit dem Fahrrad gerade über diese coole Brücke hier fährt. So. Oh, das ist schon cool hier im Winter, ne? Bin immer noch absoluter Fan von der offenen Welt in Sims 3. Oh, wie cool das einfach aussieht. Okay. Mich begeistert das. So, und gleich sollten wir hoffentlich hier wohnen auch noch so ein bisschen vereinzelt ein paar Leute. Hier haben wir ein großes Stadion, wo wir nachher mit Elias noch hingehen werden. Da drüben ist der Zirkus. Der leider mal in der so entfernt nicht wirklich gut aussieht, weil diese Zeltteile irgendwie nicht wirklich geladen werden. Oh, das ist ein Wildpferd. Hey! Sah ein bisschen aus wie Romina. Okay. Und hier sollte dann das Silber rumliegen. Denke ich mal. Irgendwo hier. Ja, da ist es. Okay. So, David. Hast du hier deine Aufgaben schon erledigt? Alles schon im Badezimmer fertig gemacht. Okay. Dann, was könntest du denn da noch Schönes machen? Genau, du möchtest die Kleine eigentlich mal. Wohl, eigentlich kann das dann auch David machen, oder? Ja, okay, du bist schon da. Dann kannst du die Kleine jetzt mal in den Hochstuhl setzen. Wo ist sie denn? Ah, okay. Nee. Machen wir mit Amelie. Und David. Ich wollte halt, dass er hier so ein bisschen macht. Ich glaube, wir werden ihm ein bisschen Logik lernen lassen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wie weit ist er denn eigentlich schon in seinem Level? Fast Level 9 erreicht. Okay, ja gut. Dann würde ich ihn das gerne noch machen lassen, bis er das Level erreicht hat. Du hast sogar schon Fisch gefangen? Boah, nicht schlecht, Elias. Nicht schlecht. Sehr cool. Nee, genau, er soll nämlich so ein bisschen die Fähigkeit angeln lernen. So, kriegt ihr beiden das hin? Wollen wir sie vielleicht jetzt mal runtersetzen? Ich werde auch mal den Weihnachtsbaum entfernen, vielleicht nach der Folge oder so. Habe ich bisher auch noch nicht wieder gemacht. Das hier sieht allerdings wieder. Ach nein, das habe ich auch noch nicht geändert. Ja, okay. Sollte ich vielleicht mal machen. Machen wir dann nachher. Genau. Und du solltest ja jetzt eigentlich alles gefunden haben, was du brauchst, um die Aufgabe. Um die Aufgabe zu machen. Hier. Objekte abgeben. Genau. Und dann dachte ich, können wir vielleicht den Abend verbringen. Oder ich dachte, wir können vielleicht Daedra heute zu uns zur Übernachtung einladen. Und vielleicht können wir vorher noch ein bisschen mit Vicky reden oder mit Philipp. Dass wir so ein bisschen unsere Freunde treffen. Unsere noch nicht ganz Freunde, aber ja. Wann ist eigentlich das Spiel? Ah, das ist jetzt schon. Okay, dann kannst du jetzt mal eigentlich dahin gehen. Hast immerhin schon einen Fisch gefangen.
Elias, das ist richtig toll. Ich meine, er kann noch gar nicht wirklich angeln. Er hat die Fähigkeit noch gar nicht wirklich gelernt. Aber er hat schon einen Fisch gefangen. Also, ich würde sagen, das zeigt Fähigkeit. Du kannst ein bisschen Herbstsalat essen. Und dann kannst du selber vielleicht auch nochmal, naja, komm, kannst ein bisschen eine Pizza essen. Ah, dass wir da schon vielleicht nochmal für ein bisschen Vorrat sorgen demnächst. Und ja, ich wollte sonst vorschlagen, er könnte auch zum Spiel gehen, aber jetzt sind wir natürlich in die anderen Richtungen. Ich wollte gerade sagen, läuft der dahin, aber nee, der muss natürlich hier hochlaufen. So, weil genau, Amelie hat ja noch den Wunsch, hier 4 Stunden zu trainieren. Ich dachte, vielleicht können wir sie dann heute mal ins Dingens bringen, zum Fitnesscenter nochmal. Ich meine, wir haben ja auch einen Fitnessraum hier, aber wenn man die Zeit hat und wenn man die Möglichkeit hat, würde ich schon eigentlich sie gern lieber ins Fitnesscenter bringen. So, wie geht's euch beiden denn? Du kannst vielleicht mal in den Stall gehen, pieseln und ein bisschen Heu fressen. Und dann kannst du hier drüben auch nochmal mit dem Pferdeball spielen. Euch beiden geht's ganz gut, denke ich mal. Ja, das sieht doch echt ganz gut aus. Ihr könnt euch danach auch nochmal ein bisschen pflegen, wenn ihr möchtet. Und dann kannst du hier mit dem Pferdeball spielen. Und Aurora geht's eh super. Hundi, ja, du kannst hier ein bisschen. Haben wir das jetzt mit Mia erledigt? Es klingt so. Oh nein! Oh, jedes Mal! Okay, dann werde ich das wegmachen. Das ist schade. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es eigentlich gerade abgeschlossen wurde und dann doch irgendwie verbuggt ist. Also ich denke mal, dass die Aufgabe einfach nicht funktioniert. Schade. Hätte ich gern irgendwie was gemacht. Aber naja, gut. Wir haben wieder eine Menge Post bekommen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auf ein Date mit Francine gehen können. Ich weiß immer nicht, was wir machen können. Wir könnten vielleicht Schlittschuh laufen, auf einem See. Hier, beim Angelplatz. Mir sagt so, ja, würdest du mich gern dort beim Angelplatz treffen? Und Francine so, was hast du vor? Was angeln? Nein. Aber in 3 Stunden können wir erst. Okay. Okay, die Wissenschaftler waren von unseren Sachen beeindruckt. Okay. Dann könnten wir ja bis dahin noch ein bisschen hier mit David Schach spielen. Oh ja, sie wird langsam wahnsinnig, weil sie hier zu lange im Haus war. Das dachte ich mir nämlich auch, dass sie schon ziemlich lange hier ist. Und wird aber gern noch hier mit der Kleinen ein bisschen plaudern, weil das sind so ein paar Wünsche von ihr. Aber wir müssen echt mal rausgehen mit Amelie. Das wäre schon ziemlich gut. So, genau, dann wollten wir mal gucken. Sind vielleicht irgendwo Freunde? Genau, Vicky. Können wir Vicky irgendwie irgendwo treffen? Vielleicht können wir ja mal hier hingehen und dann, wenn noch kein Kind hier ist, können wir ja mal so ein bisschen uns umschauen. Ist irgendeins der Kinder hier? Nein. Vielleicht können wir die dann auch mal einladen, dass sie herkommen. Dafür ist der Master Controller gut. Dass man Sims auch einfach mal einladen kann. Okay. Genau, ich glaube, Justina ist so. Genau, ihr seht ja auch hier das Alter daneben. Justina und Corina und Gerardo sind so im ähnlichen Alter wie Elias. Das wären so die Freunde, mit denen Elias sich vielleicht anfreunden könnte. Die kennt Samuel auch noch gar nicht. Und das hier sind so die Freunde von Samuel, die so in seinem Dingens sind. So, können wir vielleicht die beiden hier einladen? Die sind ja auch noch in seinem Alter, die anderen sind schon Teenager. Wir sind ja auch nur noch 2 Tage Grundschulkind. Wäre halt cool, wenn die beiden herkommen würden, dass wir mit den Kindern ein bisschen was machen können. Ich meine, wenn sie halt nicht zu Hause sind, muss ich da ja irgendwie mehr anders behelfen. So. Okay. Genau, du hast da dieses Spiel, was du dir anschaust. Und dann können wir vielleicht noch die Kleine mal kuscheln und ein bisschen kitzeln und dann bringen wir sie vielleicht mal nach oben. Dann kann sie da ihren Spaß haben und dann geht Amelie aber auch los. Waren wir lang genug zu Hause? Ich weiß gar nicht, ab wann man das bekommt. Bei einem Tag, 2 Tagen? Nur zu Hause? Ich bin mir nicht sicher. Sie können sie dann auf jeden Fall hier absetzen und dann würde ich sie einfach mal ins Fitnesscenter schicken.
für ein paar Stunden. Ich dachte auch, vielleicht können wir den Abend noch mit ein paar Freunden verbringen. Können wir vielleicht die Jungen einladen? So, okay. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Und dann gucken wir mal bei Samuel. Ist da vielleicht schon das ein oder andere Kind hier? Ja, okay. Philipp ist schon mal da. Kommt Vicky auch her? Ich hätte mich auch gerne mit Vicky angefreundet. Aber Philipp ist natürlich auch in Ordnung. Oh, da ist der flauschige Schnuppi. Ich finde den Hund echt toll. Ich hoffe mal, Vicky kommt auch noch her. Genau, dann können wir ihn mal ein bisschen kennenlernen, plaudern, in Schnee reden und dann mal vielleicht zusammen einen Schneemann bauen. Genau, einfach so ein bisschen uns mit dem Kleinen anfreunden. So, wir sind eine Seance-Veranstalterin geworden. Gespensterermittlungstechnik ist seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Und als zertifizierte Seance-Veranstalterin bist du berechtigt, einen Spukometer zu verwenden. Mit diesem neuen Gerät entgehen dir keine frechen Gespenster und Geister, oh mein Gott. Zücke es, um dir die Arbeit zu erleichtern. Ah, wir können jetzt nach Gespenstern absuchen. Cool. Das ist schön. Haben wir den auch im Inventar? Nö. Aber wir können ihn wahrscheinlich verwenden. Und auch David hat Level 9 erreicht. Sehr schön. Da haben wir das hier ja beide sehr gut gemacht. Genau, die Kleine wird hier gerade abgesetzt. Und du gehst los. So, was hast du denn noch so für Wünsche? Du möchtest Hugo bürsten. Du möchtest Logik noch verbessern, aber so, das dauert noch eine ganze Weile. Wir warten mal noch so bis 17 Uhr vielleicht, bis wir nochmal nachfragen. Und dann kennen wir eigentlich Mia schon besonders gut? Ja, guck mal hier. Stieftochter, alte Freunde. Müssen wir jetzt noch nicht wirklich viel mit ihr reden? genau. Dann kannst du vielleicht der Kleinen mal ein bisschen Laufen beibringen. Das wäre doch eigentlich eine Idee. Und Mia kann in der Zeit. Ich finde das so schade, dass das mit der Aufgabe nicht geklappt hat. Genau, ihr pflegt euch noch. Mia kann auch ein bisschen reiten, ne? Oder? Kann Mia auch reiten? Sie sich mit dem Pferd so ein bisschen. Nicht wirklich, ne? Ah, reiten kann sie gar nicht. Okay. Ich dachte gerade, vielleicht könnt ihr ein bisschen im Garten was machen, weil ihr seht ja, wie es aussieht aktuell. Vielleicht können wir wenigstens mal die ganzen vertrockneten Pflanzen wegwerfen. Mal ein paar Sachen neu pflanzen. Das wäre eigentlich ganz gut. Wir müssen ja nicht unbedingt ernten, aber vielleicht mal die Sachen wegwerfen. Also ein bisschen gärtnern kann sie ja auch. Da sitzt ein kleiner Kleiber in unserem Garten. Oh, wie süß ist das denn? Ist aber nicht, weil du sie gerade suchst, ne? Nee, der sitzt da einfach so. Oh. Oh. Das ist ja niedlich. Wo geht ihr beiden hin? Das wäre so schön, wenn sie einfach hier hingehen würden. Weil sie es halt genau hier machen könnten, aber nein. Hast du ein Problem? Hä? Du sollst ja auch nach da unten gehen, Mädel. Aufschließen, abschließen für alle außer meinen Haushalten. Dann gehst du nochmal dahin, bitte. Irgendwie haben die immer ein Problem damit, da reinzukommen. Ich verstehe auch nicht genau, wieso. Aber naja, gut. So. Vicky ist auch da. Yay. Dann können wir sie vielleicht einladen, am Gespräch teilzunehmen. Dann können wir vielleicht zu dritt so ein bisschen reden. Genau. Da ist noch eine Katze. Ich finde es immer so ein bisschen ungünstig, dass alles ums hier reingehen und das halt so ein winziger Raum ist. So, Susanna feiert eine Party. Eigentlich könnten wir dahin gehen mit. Nicht mit David, sondern mit Amelie. Ich glaube, Amelie kennt doch Susanna auch gut, oder? Ich hatte vorher mal geguckt, was so ihre Freunde sind. Ja, hier. Nee, das ist Lily Lum. Oh, die haben nur die gleiche Frisur. naja. Ich können wir da ja trotzdem mal hingehen. So, du bist hier im Fitnesscenter. Wen haben wir denn hier so? Ah, wir haben hier Corina Clementio. Ah, das ist die Tochter von Emma. Also so über ein paar Ecken mit uns verwandt, weil Emma ist ja auch die Mutter von Moritz' Sohn. Und dann hat sie halt
irgendjemand anderen geheiratet, keine Ahnung, oder mit irgendjemand anderem noch ein Kind und das heißt halt jetzt Corina. Ist quasi das Halbgeschwisterkind von unserem Neffen. Ja, es ist verwirrend. So, dann kannst du vielleicht hier ein bisschen Gewichte stemmen. Ein bisschen Selbstansporn dabei. Oh, guck mal, wie gut wir uns schon mit Vicky angefreundet haben. Vielleicht können wir sie noch so ein bisschen zu einer Freundin machen heute. Können wir sie noch mal ein bisschen kennenlernen. Tratschen. In Schnee reden. Krimasse schneiden. Vielleicht können wir mit ihr noch mal einen Schneemann bauen. Das fände ich ganz gut. Du bist ja jetzt auch fertig. Vielleicht magst du auch noch mal mit zum Fitnesscenter kommen, weil dann kannst du dich hier mit Corinna anfreunden. Weil ich fände es schon cool, wenn er den einen oder anderen gleichaltrigen Kinder kennt. So. Magst du jetzt mal die vertrockneten Pflanzen wegwerfen? Mia, das wäre lieb. Oh, den Vogel hatte ich doch letzte Folge auch schon gehört, ne? Dann habe ich mich gewundert. Der ist hier. Na, vielleicht können wir uns mit dem auch anfreunden. Und er ist so süß. Obwohl, nee, wir lassen den da. Es muss ja nicht jeder, wir müssen ja nicht jeden Vogel irgendwie so in unserem Inventar haben. Wir müssen ja nicht jeden Vogel besitzen. Genau. Du fängst da noch was. Du spielst hier mit dem Pferdeball. Das ist super. Genau, du kannst auch mit dem Pferdeball spielen. Du kannst es trinken. Okay. Ihr beide lernt jetzt hier laufen. Ihr beide. Bazu, Die Kleine lernt jetzt Ichiwa. hoffentlich so ein bisschen laufen. Und du möchtest Lecker. im Bistro essen. Okay, das können wir heute auch gerne machen. Vielleicht später heute Abend noch. Und Elias ist auf dem Weg. Bin nochmal gespannt, wie oft ich die Namen Elias und Samuel verwechsel. Obwohl ich natürlich immer weiß, wen ich meine, aber immer den anderen sage. Bisher, glaube ich, ist das noch nicht wirklich passiert. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, aber das ist keine Garantie dafür, dass es nie passiert. Mia, genau. Ich dachte mir gerade, können wir nicht eigentlich sie nochmal um eine Verabredung bitten? Wir können es ja mal probieren. Vielleicht nochmal. Oh, ich glaube, man kann da nicht mehr. Ja, man kann da nicht mehr Schlittschuh laufen. Die sehen jetzt aus, als wären die nicht mehr fürs Schlittschuhlaufen gedacht. Wir können sie aber hierher einladen, dann können wir nämlich was essen. Wir haben nämlich langsam so ein bisschen Hunger. Hast du die Sachen jetzt? Ah, du hast jemanden weg, alle weggeräumt. Okay. Wir hätten noch ein bisschen mehr geschafft, wenn sie nicht so lange gebraucht hätte, überhaupt hinzukommen. Okay. Sie möchte vorbeikommen. Ich glaube, wir können uns auch gleich mit Vicky anfreunden. Das freut mich natürlich. Dann haben wir hier Max Dennis Borgmann. Okay. Nee, Mike Dennis. Ich finde die Namen, die hier generiert werden, super. Ja. Genau. Elias. Party besuchen. Ist die Kleine noch hier? Ja, die ist da draußen. Okay. Dann können wir sie hier mal freundschaftlich begrüßen. Ja, genau. Ty Jones ist ja immer noch ein Teenager, wo seine Freundin schon erwachsen ist. Ist ja unsere beste Freundin Becky. Schon ein bisschen länger erwachsen. So, dann können wir sie mal kennenlernen. Über den Schnee reden. Dann. Vielleicht ein bisschen mit ihr anfreunden. Vielleicht können wir mit ihr auch einen Schneemann bauen. So, ihr beide baut schon mal einen Schneemann, würde ich sagen. Ich denke mal, dass das funktioniert. Sieht ein bisschen aus wie David, aber ohne Brille natürlich. Hat, glaube ich, die gleiche Frisur. Ja, der hat die gleiche Frisur. Oh, hier, da streiten sich zwei. Lisa und Sebastian. Oh, Philipp macht hier gerade ein Kuchenwettessen. Wollen wir da vielleicht teilnehmen mit Vicky? Ich meine, warum nicht? Weil offensichtlich wollt ihr ja scheinbar den Schneemann nicht mehr weiterbauen. Wo ist Vicky eigentlich hin? Aber wäre doch cool, wenn wir hier auch mit teilnehmen. Wenn Philipp hier schon anfängt, wer ist hier noch? Leo Pascal, okay. Der sieht interessant aus. Scheinbar ein Mittelalter-Fan. Oh! Okay. ja, okay, du hast hier Francine gefunden. Ich würde sagen, wollt ihr beiden erstmal so direkt schick essen gehen?
Hier essen mit der Verabredung. Ich habe auch überlegt, wollen wir vielleicht Mia als Mitbewohnerin in den Haushalt hinzufügen? Weil ich möchte eigentlich ungern sie auch noch direkt mit im Haushalt haben. Oh mein Gott, was ist das für ein Outfit? Aber ich fände es ganz cool, wenn sie irgendwie vielleicht schon mal so als Mitbewohnerin mit wäre. Das heißt, sie würde bei uns wohnen, aber wir würden sie nicht aktiv steuern. Aber wäre halt so ein bisschen mehr bei uns in der Nähe. Ich fände das eigentlich ganz schön. So, ich würde Nagi, sagen, das reicht an geht's dir Lauftraining gut? für heute. Ist das hier sauber? Ja. Kannst du vielleicht hier nochmal auf Toilette gehen? Und was musst du noch verbessern? Forschung. Aber das wird wahrscheinlich nicht unbedingt was. Kannst du vielleicht hier ein bisschen spielen? Und dann kannst du eigentlich auch noch ein bisschen trainieren, weil du möchtest ja auch noch 4 Stunden trainieren. Vielleicht magst du hier auch mal ein bisschen Gewichte stemmen. Heute ist ein Gewichtetag. Das Arm Day oder keine Ahnung, wie das dann heißt. Ich kenne nur den Begriff Leg Day. Wenn man halt seine Beine trainiert, weil man ja alles in seinem Körper mal so ein bisschen trainieren sollte. Travis sieht nicht in Ordnung aus mit seiner Hand. Keine Ahnung. Genau. Okay. Corina ist freundlich. Okay, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für eine Freundschaft. Einen freundlichen Sim zu haben. So, wer hat gewonnen? Ich glaube, also einer von den beiden muss gewonnen haben, ne? Das ist nur die Frage. Oh, sie muss sich, glaube ich, übergeben. Sorry, Vicky. Oh nein. Oh. Ich würde gerne Deirdre übernachten bitten heute. Fände ich eigentlich ganz süß. Mal gucken. Und? Wer hat jetzt gewonnen? Mein Papa gepupst. Oh Mann, Elias. Sammy Reus hat sich beim Wettessen als echter Kuchenprofi erwiesen. Yay, wir haben Kuchen. Limettenkuchen. Sehr gut gemacht, Elias. Können wir ihn nochmal begrüßen? Ich meine, wir haben doch eben erst mit ihm geredet. Interessant, dass wir ihn nochmal begrüßen müssen. Genau, mit Vicky haben wir uns ja jetzt angefreundet. Mit Deirdre sind wir befreundet. Und dann halt gern noch mit Philipp hier, fände ich eigentlich ganz cool. Dann kannst du ein bisschen prahlen, dass du gewonnen hast. Können wir ein bisschen über den Schnee reden und vielleicht dann auch noch mal einen Schneemann bauen? Nein, okay. Warum können wir keinen Schneemann mit ihm bauen? Oder können wir generell keinen mehr bauen? Ah, der Schnee ist nicht mehr tief genug, der schmilzt langsam. Okay. Vielleicht können wir dann ein bisschen Schere, Stein, Papier spielen. Dann können wir auch nach Hause gehen. So, Corinna. Oder Corina, ich weiß nicht genau. Ich kenne halt hauptsächlich den Namen Corinna. Aber ihr Name ist ja ein bisschen anders geschrieben. Deswegen keine Ahnung, ob das jetzt noch der gleiche ist. Da ist. Ja. Oh, sie ist aber gleich schon fertig. Okay, dann lasse ich sie noch zu Ende trainieren. Dann kannst du mal hier auf Toilette gehen, duschen und dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir die ein oder anderen Freunde einladen können. Einladen nach. Sebastian vielleicht auch noch. Hier Marie. Das ist ja, glaube ich, unsere ehemalige Kollegin, die dann irgendwie gewechselt ist. Dann wen noch? Vielleicht Denise, unsere Schwägerin. Genau, die würde ich nämlich alle gern mal einladen und zwar. Nicht ganz gegenüber. Ist das? Doch, ja, fast gegenüber Technobella. Außer es ist hier natürlich schon jemand von denen. Können wir ja auch mal gucken. Janie Belmont ist hier. Okay. Ja, ansonsten nicht viele. Genau, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir sie dahin einladen würden. So, genau, du hast das schon mal erledigt. Oder wir gehen halt zu der Party, die steigt. Könnten natürlich auch dahin gehen, ne? Vielleicht gehen wir auch zur Party. Ich kann ja da auch die Sims einladen. Ja, ich glaube, dann machen wir das. Gehen wir da zur Party. Du kannst dann. Vielleicht können wir die Kleine auch mal nach Hause einladen. Das wäre eigentlich auch ganz schön. Sie wird dann bestimmt nicht bleiben. Aber genau, laden wir sie auch mal nach Hause ein. Können wir was essen zu Hause? Vielleicht auch noch mit David zusammen. So, und ihr seid mit Essen fertig, nehme ich mal an. Wollen wir dann vielleicht noch aufs
auf das Fest hier gehen und noch ein bisschen Schlittschuh laufen, wenn wir schon nicht mehr auf den See gehen können, es jetzt zu warm geworden ist. Wir können natürlich auch gucken, ob wir, wenn Vicky noch da ist, Vicky noch hier oder ist Vicky schon gegangen? Nee, Vicky ist noch da. Vielleicht machen wir mal ein Grußkartenfoto mit den zu dritt. Das wäre doch eigentlich ganz süß. So, kommt Ding jetzt auch noch? Okay, da ist sie noch. Gut, dann. Ich würde dich eigentlich gern bitten, dass du wieder dein Outdoor-Outfit anziehst und Francine vielleicht auch. Das wäre vielleicht ein bisschen schöner. Ich weiß natürlich nicht. Ah, doch, ihre Outdoor-Kleidung sieht nämlich ganz gut aus. Vielleicht doch auch ein bisschen besser. Gehst du los, Mia? Mia liebt ja eigentlich Rollschuhlaufen, deswegen fand ich das ganz gut. Wenn wir auch noch ein bisschen Schlittschuhlaufen für das Date. Genau. Dann kann sie nämlich auch mitmachen. Es ist zwar 21 Uhr, aber trotzdem kann man ja hier noch. Oh, jetzt haben wir zu dritt ein Foto gemacht. Wollen wir vielleicht sie nach Hause auch einladen? Oh, ich möchte gerade nicht vorbeikommen. Ach, sorry, okay. Dann kannst du einfach mal alleine nach Hause kommen. Ich meine, wir haben sie immerhin schon mal so ein bisschen kennengelernt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Wie sieht es hier aus? Der hat auch schon 2 Stunden trainiert. Nicht schlecht, David, nicht schlecht. Wie geht's der Kleinen denn? Die kann vielleicht mal aufs Töpfchen gehen. Und dann können wir nämlich auch mal ein bisschen Essen servieren. Ich hoffe, wir haben noch genug Salat vielleicht. Gucken wir mal. Ja, noch genau 2 übrig. Okay. Dann kannst du das mal machen. Du kommst nach Hause. Du lädst die Kleine nach Hause ein. Vielleicht ist es einfacher, sich mit Vicky gut anzufreunden als mit Shannon jetzt. Okay. Genau. Und du gehst zur Party. Du gehst duschen. Wie geht's den Pferdis? Oh. Da muss jemand in den Stall. Pieseln, futtern, Nickerchen machen. Da geht auch schon mal jemand in den Stall. Kannst aber erstmal Heu fressen. Und ja, du kannst auch demnächst in den Stall gehen, ne? So, du bist pieseln. Du kannst vielleicht auch noch mal kauen und schlafen gehen. Die Tiere gehen immer relativ schnell schlafen. Finde ich jetzt auch gar nicht schlecht. Aber ja. So, David, magst du vielleicht schon mal hier für euch beide Essen servieren? Die sind gerade sogar alleine zu Hause. Also klar, Vicky ist noch da, aber. Wo ist denn die Katze? Ich dachte, die Katze hat ihm gerade Hallo gesagt, aber irgendwie. Ach so, weil das immer noch als Dingens gilt, ne? Das hier sollte eigentlich Eingangstür sein. Dann können wir Hugo vielleicht mal ein Leckerchen geben, so wie wir es uns hier auch wünschen. Das passt ja ganz gut. Und dann seid ihr hier gerade dabei, ein bisschen Schlittschuh zu laufen? Oh, sie kann schon richtig gut Schlittschuh laufen, ihre Freundin so. Drehen wir uns vielleicht mal ein bisschen mit Francine. Müssen wahrscheinlich ein bisschen warten, bis sie da ist, aber ja. Wo bist du? Ach so, bist bei der Party, genau. Vielleicht wollen wir da auch noch mal ein paar Sims, die wir kennen, hierher einladen. Dann kommen vielleicht noch ein paar Freunde von uns her, weil eigentlich war das so ein bisschen das, was ich hier auch machen wollte. Hallo? Ich wollte halt Sims einladen. Okay. Und zwar Luena, Sebastian, hier. Dann vielleicht noch Denise, Styles, Elvira. Okay. Das sind schon eine Menge Sims. Wollen wir mal die Party so ein bisschen sprengen? Okay, hier ist Violet McDermott. Okay. Ist das. Nee, das ist doch die. Moment, ich muss einmal kurz gucken. Hat Maximus die geheiratet? Ja, genau. Okay. Also Mias Onkel hat sie geheiratet. So, dann können wir auf jeden Fall mal hier Moritz Hallo sagen. Ist doch schön, den auch wieder zu sehen. Können ihn umarmen. Die Familie reden. Und dann warten wir mal noch auf unsere anderen Freunde. Saskia Jacobi könnten wir vielleicht auch noch mal kennenlernen. Oh, hier charmant begrüßen, auf jeden Fall. Sind ja eh schon Charisma Level 9, aber wir müssen eh noch ein bisschen verbessern hier. Ah, es wird schon. Okay. Genau, ihr esst hier gerade schön.
Samuel ist auch schon zu Hause. Der kann. Achso, hast du Dingens mit eingeladen? Hast du jetzt jemanden mit eingeladen oder nicht? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ah, doch, da ist Vicky, okay. Dann können wir sie nämlich eigentlich bitten, ob sie hier übernachten möchte, ne? Möchtest du hier übernachten? Genau. Und dann haben wir ja immer noch unser Gästezimmer hier, ne? Das sollte also passen. Dann kannst du vielleicht hier mal auf Toilette gehen, duschen und dann schicken wir dich auch ins Bett. Es ist ja auch schon spät. Wir haben sie halt einfach so zum Übernachten gefragt, aber jetzt nicht irgendwie sonderlich viel, was wir da noch machen. Genau, vielleicht kannst du mit Elias gleich nochmal ein bisschen reden. So. Kamin vielleicht umarmen? Ja, sehr schön. Können ihn vielleicht nach seinem Tag fragen. Möchtest du mit ihm sprechen? Ja, okay. Dann sprechen heißt ja meistens, dass sie tatsächlich einfach nur Kontakt knüpfen wollen. Und wenn da plaudern steht, dann wollen sie tatsächlich die Interaktion plaudern machen. Das ist ja nochmal ein Unterschied. So, oh, du möchtest mit ihm die Sterne schauen. Oh, wie süß. Oh, okay, sie macht sich langsam wieder auf. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal, Francine, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir so schnell das Date wieder beenden, aber okay. Eigentlich würde ich dich auch wieder nach Hause schicken. Also, es war immerhin für sie ein schöner Abend, nur keine Ahnung, vielleicht hat sie noch irgendwas zu tun oder muss morgen früh aufstehen. So, direkt mit ihr angefreundet. So muss das. Hier, genau. Jetzt sind die ganzen Leute da. Elvira, Sebastian, Luena. Geht Luena in den Kühlschrank oder was ist ihr Plan? Wir können sie auf jeden Fall auch mal umarmen. Wir können zusammen ein Foto aufnehmen. Haben wir hier irgendwie Musik in dem Raum oder so? Nee, schade. Ich hätte hier gern so ein bisschen Musik in dem Raum. Moment. Also erstmal löschen wir das hier und dann können wir einfach eine Musikanlage platzieren, weil ich finde das ein wenig traurig, dass wir hier keine Musik haben und hier eine Party stattfindet. Ich finde das nicht in Ordnung. Wo haben wir eine? Hier nehmen wir einfach die passt hier nämlich in die Ecke. So. Gut. Will das auch nicht erst umfärben oder sowas. Einfach nur einschalten, dann können wir hier tanzen. Dann können wir nämlich hier so ein bisschen zusammen Ja. tanzen. Das wäre doch ganz schön. Ha, Einfach so einen Jamadonna. schönen Abend zusammen haben, auf einer Party sein und so. Warum denn nicht? Gut. Ach so, ist sie jetzt, also übernachtet sie jetzt auch hier? Ja, okay. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Übernachtet sie wirklich hier oder haben wir sie doch nicht gefragt? Manchmal ein wenig verwirrend. Ja, wir werden es ja sehen. Du möchtest die Kleine hochheben. Eigentlich eine gute Idee. Nur halt, wenn du sie da hochheben willst, dann klappt das nicht. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Du kannst vielleicht mal das hier nochmal leeren. Oder vielleicht kannst du sie erstmal auf den Boden füttern. Dann kannst du sie leeren. Dann kannst du vielleicht den Käfig vom Vogel säubern. Und dann können wir die Kleine auch ins Kinderbett legen. Das passt eigentlich ganz gut. Du bist auch zu Hause. Dann würde ich sie eigentlich auch ins Bett schicken, ne? Ja. So. Du kannst natürlich hier immer noch das aufräumen. Ne? Möchte ich nicht davon abhalten, Elias. Das arme Kind wäre sonst sehr traurig, wenn es nicht das Geschirr aufräumen könnte. So, genau. Dann bringst du die Kleine ins Kinderbett und dann kannst du eigentlich auch selber noch schlafen gehen. Da liegt noch ein bisschen Wäsche rum. Genau, dann sind die schon mal alle am Schlafen. Die Pferdis schlafen auch alle. Und du machst da hier auch dein Ding. Auch die Katze geht auch schlafen. Okay. Dann sind wir jetzt eigentlich nur noch mit Amelie unterwegs hier auf der Party. Wie gesagt, finde ich halt echt mal eine ganz schöne Sache, dass wir mit ihr ein bisschen unterwegs sind. Dass wir nicht nur mit ihr zu Hause sind. Können wir sie vielleicht auch? Wir können sie auf jeden Fall mal nach ihrem Tag fragen und mit ihr auch ein bisschen zusammen tanzen. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Oh. Okay, wenn sie nach draußen geht, können wir natürlich nicht gut mit ihr tanzen.
Oh, Moritz spielt hier auf der Gitarre. Ich wusste gar nicht, dass er Gitarre spielt. Ist ja süß. Hier liegen auch so viele Kinderspielzeuge drin, ne? In dem Haus. Das ist eigentlich ein richtiges Kinderhaus. Dann können wir vielleicht mal Sebastian Hallo sagen. Ist ja auch ein. Der ist, glaube ich, sogar noch ein Kollege von uns. Okay, dann können wir vielleicht mit dem. Können wir vielleicht nach seinem Tag fragen. Ein bisschen über die Arbeit diskutieren. Noch zu seinem Foto aufnehmen. Die ersten tanzen hier schon. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Moritz spielt. Vielleicht hat Julian ihm ja so ein bisschen was beigebracht. Das klingt gar nicht mehr schlecht. Ja, ich finde, das klingt nicht schlecht. Cool gemacht. Es ist jetzt auch Frühling, Leute. Sebastian überreden einen anderen Sim zu küssen. Okay. Aber ich glaube, die Party endet jetzt auch gleich, ne? Gehen jetzt alle? Ich meine, die habe ich ja nicht wirklich zur Party eingeladen. Oder die wurden ja nicht zur Party eingeladen. Die waren ja einfach. Können wir ihn immer noch überreden? Nee, ne? Schade. Das wäre lustig. Okay, dann können wir vielleicht noch zusammen ein Video aufnehmen. Vielleicht können wir dann noch mal mit ein paar Sims essen gehen. Eigentlich war das ja auch noch so ein bisschen unser Plan, essen zu gehen, hier im Bistro. Bistro meint aber das hier, ne? Und das hat schon wieder zu. Nee. Ja, dann machen wir das vielleicht an einem anderen Tag. Dann könnt ihr auf jeden Fall noch mal ein Foto aufnehmen und dann schlafen gehen. Und du möchtest eine Geburtstagsparty für Samuel veranstalten. Das können wir sehr gerne machen. Das ist überhaupt kein Problem. Genau, dann bringst du die Kleine mal ins Bett, gehst selber schlafen. Die anderen schlafen alle schon. Morgen ist auf jeden Fall Hausaufgabentag. Die beiden haben noch nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Hier, da sieht noch sehr schlecht aus. Obwohl, hat der schon ein bisschen angefangen? Nee, aber irgendwie ist es bei ihm trotzdem nicht so ganz schlecht, sondern, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir die halt noch machen. Genau, dann kommt Amelie auch nach Hause. Vielleicht kann sie ja noch so ein spätes. Oh, aber wir haben nicht mal mehr Pizza da. Oh, okay, dann sollten wir auf jeden Fall was Neues zu essen machen. Kannst aber erstmal einfach auch schlafen gehen. Ja, und dann war das die heutige Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich wie immer sehr über einen Kommentar von euch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder hier bei Familie Reuss. Und ich freue mich schon drauf. Warum ist dein Fernseher an? Und ich hoffe, ihr auch. Ciao.